Hey, ho meine Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Borderlands The Pre-Sequel. Ich hatte eine Aufnahmepause gemacht. Da musste ich nochmal wieder rein. Ich habe gedacht, ich starte hier, an dem, wo wir waren. An dem Punkt, ja. Aber nein. Ich bin da hinten gestartet. Jetzt werde ich erstmal hierher kommen wieder. Und hab einen Skillpunkt verdient. Oh, dass ihr das gesehen habt. Böse. Ganz böse. So, die wollte ich. Genau, jetzt habe ich noch meine zwei Waffen. Explosion! So. Ein Outlaw! Okay. Geht ja schon wieder gut los, die Folge. Klar, mit der Tat. TOT. 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 Zurück in den Kampf, Soldat. Ja. Wir werden sie alle vernichten. Jetzt mal lieber. Gut. Komm runter, komm runter. Was? Hallo? Wir haben doch hier runtergeschwommen. Ich will schon wieder böse Worte sagen. Nein, wir sagen keine bösen Wörter, denn wir sind ganz lieb hier und haben uns alle lieb. Naja. Als? Nee. Ich dachte, das ist ein Hyperion. Da hängt ein bisschen fest, okay. Ach, nee, fand ich auch nicht nett, was ihr da anstaltet habt. Natürlich habe ich dich erwischt. Du bist ja nur ein kleiner Fisch. Warum komme ich da nicht durch? Warum? Komme ich da nicht lang? Es ist auch schon wieder Clickbait. Es ist Irreführung. Du kommst da nicht rein. Böses Gelächter. Ich bin der Kapitän dieses Schiffs und du, dreckiger Räuber, wirst meinen Zorn spüren. Naja, da ich meinem Zorn gerade den Weg versperrt habe, wirst du
du stattdessen den Zorn meiner Männer spüren. Meine Freundin und ich werden uns das gemütlich von der Kapitänsunterkunft aus ansehen, nicht wahr, mein Schnuckelputz? Ja. Wir haben das doch besprochen, Liebes. Du sollst mich mit Baby oder mein Liebster anreden, besonders vor anderen. Natürlich, mein lieber Booty. Männer, Attacke! Ich warte nur auf euch. Wo ist mein Brandbot? Ha. Nein! Meine Ausrüstung sind wieder. Einfach nur schön. Hoho. Zu. Der Bootsmann hält mich praktisch gefangen und zwingt mich, ihn zu unterhalten. Aber jetzt bist du ja da und du siehst aus wie ein typischer Retter. Das ist ein Kammerjäger, also mehr so der typische Arschtreter. Das kommt für mich aufs selbe raus. Verdammt, ich suche hier nur Militär-KI. Perfekt. Ich weiß genau, wo du 1A Militär-KI herkriegst. Komm zu mir. Ich muss dir erst zeigen, wie du die Barriere des Bootsmanns runterfährst. Ich schätze, sie hat was vor. Gut, ich werde versuchen, dir unterwegs zu helfen. Aber der Bootsmann darf nicht merken, dass wir zusammenarbeiten. Also, schon mal vorab sorry für alles, was ich tun muss. Ich melde mich, wenn du im Maschinenraum bist. Okay. Aber ich glaube ja nicht. Sie will einfach nur ihn übernehmen. Also sie will das übernehmen. Sie hilft uns, um ihre eigenen finsteren Pläne durchsetzen zu können. Hohoho. Also so wie es natürlich immer ist. Ich werde hier gefangen gehalten. Ich bin ein Jungfernöten. Und einer Jungfernöten muss mir immer helfen. Also stellst du es jetzt gerade dar. Ich weiß ganz genau, dass es nicht so ist. Ja, keine Atmosphäre interessiert mich ja nicht. Ich brauche hier keine Atmosphäre, nicht so wie die da. Hier mit ihren Düsenjets. Oh, Outlaw. Maschinenraum für den Bootsmann verteidigen. Und diese Dahl-Sams sind tough. Oh je. Yeah. Die muss was? Die muss gar nicht. Oh, kleiner Outlaw. So. Wow. Yep, die sind wirklich badass. Aber wir sind richtig badass. Dann stelle ich mich jetzt hier hin. Und haust mal den gepanzerten hier weg. Ah, da nicht. Da, so.
Einser tot. Nein. Es gehört alles mir. Warum ist sie jetzt von Dalian, von Hyperion? Oder Hyperion hat Dalian übernommen und deswegen ist es dann jetzt Hyperion? I don't know. Oh, da haben sie das so viel oben alles ein bisschen umgeschrieben. Autsch. Autsch, autsch. There's only one shot, one opportunity. Would you let it capture or? Sie sind tough. Also tough fand ich sie jetzt nicht. Da finde ich mich sehr viel tougher. Lups. Ah, wie schön. Piu 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 piu. Mich ein bisschen Star Wars. Piu piu. Piu. Nein. So, da, dort, 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 dort. Ich mach. Geronimo, ich muss mal auf das Klo. Mondstein, flieg und zieh. Ich habe gedacht, nach der Pause ist das jetzt wieder vorbei. Aber nein. Sailor Moon lässt grüßen. Jetzt will ich einen Sailor Moon Skin haben. Ja, sie ist eine tolle Frau. Echt. Ein Irrer! Ja.
Komm schon, geht down. So. Manchmal. Aber nur manchmal. Haben Wähler was oft, na, immer, ja wirklich immer. Haben Typen wie du was auf die Fresse verdient. Manchmal, aber nur manchmal, sollte ich das Singen auch mal sein lassen. Könnt ihr mal schreiben, ob ich weiter singen soll oder nicht? Mehr singen, weniger singen. Wo ist meine engelsgleiche Stimme? Ob sie euch betört oder nicht? So, Claptrap. Wir wollen da rein, weil da ist eine rote Kiste. Und was hast du uns mal gesagt gehabt? Wir sollen da einfach drauf zurennen. Schade, geht nicht. Könnte hier oben. Dahinter. Irgendwo ein Schalter sein. Wo kommen die auf einmal her? Ach, das ist ein Grafikfehler, ein Bug oder so. Mal. Was da was? Nee, ich mag dich auch nicht. Oh. Von klein, brennt so fein, hat da ta 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 ta. Outlaw Badass, fand auch so schön, ta 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 ta. Ja. Kann ich irgendwas? So eigentlich was zu. Aber Mama. Okay.
Nope. Schweiz in der Schweiz da irgendwas? Da. Labby. Okay. Wir müssen in den Maschinenraum. Bis jetzt läuft hier alles wieder wie am Schnürchen. Ich verabschiede mich schon mal für diese Folge und in der nächsten Folge geht's weiter Richtung Maschinenraum. Die eine Küste haben wir leider noch nicht. Bekomme ich da den Stromkreis nicht finde. Aber wahrscheinlich eh nichts Besonderes drin. Und ich hoffe, in der nächsten Folge kriegen wir endlich die KI. Bis dahin, auf Wiedersehen.